Dann können wir loslegen. Falls irgendjemand noch ein Handy anhat, wäre es ganz fein, wenn er mir hinterher eine Cola vorbeibringt. Danke. Eigentlich hatte ich einen Lightning Talk eingereicht. Nun stehe ich hier und habe eine Stunde Zeit. Lightning Talks sind normal dafür da, dass man kurz und reißerisch über irgendwelche Dinge berichtet. Mit dem Ziel... Okay. Mit dem Ziel, dass man natürlich Projektmitarbeiter gewinnt, dass man Interesse für das Projekt gewinnt, beziehungsweise es einfach nur bekannt zu machen. Naja, nun habe ich eine Stunde Zeit und mache das halt in etwas länger. Also ihr kriegt jetzt hier einen typischen Lightning Talk in ausreichend weit. Und ich hoffe deshalb auch anfangs die Ansage, ihr habt hinterher sehr viel Spaß mit dem FCMS und probiert das aus. Wir freuen uns hinterher nämlich sehr über euer Feedback. FCMS selber gibt es seit 2000. Das hat jetzt die Versionsnummer 5. Das hängt nicht damit zusammen, dass PHP inzwischen in der Versionsnummer 5 unterwegs ist, sondern es hat eine Entwicklung hinter sich. Das heißt, der Hauptentwickler sitzt da hinten. Genau, das ist der Arne. Er war's. Und er hat viel Zeit und Arbeit da rein investiert, um aus einem kleinen, einfachen Framework was richtig Sinnvolles zu machen. Aber sehr wohl mit dem, was ihr, wenn ihr das wollt, runterladen könnt und ausprobieren könnt. Insofern, fcms.de schreit förmlich danach. Hingehen, angucken, runterladen. Ganz klar, warum macht man sowas? Man will nicht zum 12.000. Mal alles neu erfinden. Nur war es 2000 ja auch noch so, dass es keine echten PHP-Frameworks gab. Und dass man sich natürlich noch Gedanken darüber gemacht hat, wie soll es denn weitergehen, was mache ich denn eigentlich? Und wenn man das x-te Mal die Dinge neu schreiben muss und im Prinzip es immer wieder alles das Gleiche ist, sagt man irgendwann, okay, Framework, jetzt. Das hat der Arne gemacht. Und wenn ihr nach dem FrostCon noch mehr Fragen dazu habt, guckt ihr auf dem Freenode im FCMS-Channel nach und löchert ihn mit Fragen. Cool ist das Ganze wegen dieser Geschichten. Dass man sagt, okay, strikte Trennung von Frontend und Backend ist das eine, das sagen ganz viele, das kann jeder. Das da ist was, das uns interessiert, so als Security-Firma. Im Normalfall hat man ja das Problem, so als Frontend-Entwickler, dass man nicht so genau weiß, wie gehe ich denn jetzt mit meinen Variablen um, muss ich damit irgendwas machen? Beziehungsweise man muss auf den Backender zugehen und sagen, ich brauche hier eine neue Variable, mach mal sicher. Das fällt alles weg an dieser Stelle. Das ganze Formularhandling, wo man sich normalerweise auch viele Gedanken drüber machen muss, ist sehr schön und fein implementiert. Multilingual sind wir heute alle, also mindestens Englisch muss irgendwie auf fast jeder Webseite dabei sein. Bringt es von Hause aus mit. Da braucht sich auch keine Gedanken drüber machen. Das Ding meckert den armen Frontend-Entwickler an. Und zwar so lange, bis der bitteschön das, was er eingibt, anständig macht. Und das, was das CMS, FCMS selbst produziert, ist automatisch valide. Warum das so ist, erzähle ich später. Out-of-the-box-Boxes. Kennt das jemand als Begriff? Das macht nichts. Also Out-of-the-Box kennt jeder, fällt irgendwas aus der Tüte. In dem Fall sind es einzelne Module. Das wiederum entspricht diesem CMS-Gedanken. Man nimmt ein Modul, pappt es irgendwo hin und es funktioniert und läuft. Das heißt aber bei einem Framework auch, man muss weniger Entwicklungszeit reinstecken. Das da ist das, was mich am allermeisten beeindruckt hat, als ich das erste Mal gesehen habe. Normal ist es so, man hat ein Framework und man entwickelt jetzt für eine Webseite Zeug. Und dann steht man da und hat Probleme, weil PHP-Code nicht funktioniert, weil das HTML kaputt ist, weil das CSS kaputt ist oder was auch immer. Nun kann man beim PHP-Code lustige Debug-Informationen einbauen und dann gibt es das zur Laufzeit aus. Das ist toll und zerschießt uns unsere Oberfläche.
Das wollen wir eher nicht. Also suchen wir verzweiflungsvoll eine Möglichkeit, wie wir das sinnvoll machen. Alternativ auch, wenn ein Fehler im Programm auftritt. Der soll ja nicht auf die Oberfläche durchschlagen. Das ist das Allerschlimmste, was uns im Zweifelsfall in der Produktion passieren kann. Wollen wir nicht. So eine Information gibt ganz viele Sicherheitsinformationen raus. Die sagt zum Beispiel, wie das Dateisystem aufgebaut ist. Das schreit danach zu sagen, hey, ich bin ein Unix, ich bin ein Windows, so und so ist mein Dateibaum, hier bin ich. Vielleicht sogar mit irgendwelchen weiteren Details. Wollen wir alles nicht haben. Dafür hat dieses Framework einen coolen Debug-Client. Man nehme zum Beispiel einen Firefox, packe da ein kleines XPI rein, wie man das von anderen Plugins auch kennt, und kriegt diese ganzen Debug-Ausgaben hübsch, fein, grafisch aufgemacht, geliefert. Und zwar bitteschön man selbst als Entwickler. Es gibt einen coolen Hack, hat mir Arne vorhin erzählt, so dass man zum Beispiel auch hergehen kann und sagen kann, lieber Kunde, du sagst, da ist was kaputt, ich mache jetzt mal meinen Debug-Client auf, dann sage ich jetzt und dann klickst du mal rum. Und dann kriegt man diese ganzen hübschen Geschichten bei sich selber als Developer angezeigt und nicht etwa der Kunde. Das heißt, auch das kann man im Zweifelsfall triggern. Feines Teil möchte man gern mitarbeiten. An dieser Stelle sind wir beim typischen Schockelement. Das heißt zwar FCMS, aber da sind wir im Prinzip bei Historical Reasons. Naja, früher hat man halt im Prinzip alles als CMS bezeichnet, was irgendwie mit Content-Produktion zusammenhing. Aber eigentlich ist es halt ein Framework. Sprich, das Ganze ist für Web-Content optimiert. Es kann natürlich auch diverse weitere Dinge produzieren. Warum? Weil es intern auf XML-Basis arbeitet. Und aus XML als Datenformat kann ich alles produzieren, was ich irgend möchte. Ich muss es halt nur durch den Parser jagen. Das Ganze ist hochperformant. Das Ganze stemmt zum Beispiel ohne Probleme Ad-Kampagnen, Anzeigenkampagnen. Langweilt sich die Kiste, auf der es läuft, zu Tode. Das Einzige, was dicht ist, ist die Leitung. Passiert. Deshalb möchte man das auch skalieren können und das kann es. Es hat diverseste Funktionalität, die es von Hause aus mitbringt. Also bei einem Framework erwartet man ja auch, dass man nicht jeden Mist neu erfinden muss, sondern dass es eben die Hälfte schon anschleppt. Im Prinzip zusammenbauen, loslegen, glücklich sein. Wenn wir bei XML sind, haben wir natürlich immer das tolle Problem, dass wir sagen, XML hat den Ruf, es ist ganz langsam. Das ist Unsinn. Liegt aber am Design der ganzen Geschichte. Und man kann es nicht vernünftig denken. Jemand schon mal mit Plugins für Firefox gearbeitet, schon mal selbst erstellt? Irgendwer hier? Einnicken? Zwei? Wow, super. Dann ist ja im Prinzip schon mal ein Blick unter die Haube geworfen worden. Die Leute, die das gemacht haben, werden hier so ein paar Dinge ein wenig wiedererkennen, von den Begriffen her. FCMS ist inspiriert von der ganzen Architektur, die das Mozilla-Zeug mitbringt. Das heißt, die Daten werden unterschiedlich aufgearbeitet. Das hier ist übrigens nur der Teil, der nicht im Zugriffsbereich des normalen HTDoc liegt. Das liegt irgendwo auf der Platte rum. Das heißt, wir haben Steuerdateien für Binär-Content, wenn wir zum Beispiel Bilder nur ausgeben wollen unter der Berücksichtigung von Rechten. Typischer Fall, ich habe Content für Erwachsene, möchte ich bitte, dass da nicht jeder einfach drauf linken kann, sondern bitte nur nach Login. Wäre von Vorteil. Ich habe eine Horde Konfigurationsdateien, bitte an einer Stelle. Ich habe einen Datengrab. Klar, muss auch irgendwo hin. Ich habe Layout-Files, das heißt, ich schreibe nicht irgendwie alles Mögliche in 1000 Dateien, sondern ich packe mir das in Layout-Files und alles wird gut. Dann schreibe ich mir teilweise HTML, XHTML-Schnipsel, habe ein paar Steuerdateien, die mir sagen, so und so soll das auf der Seite funktionieren und dann kann ich das noch durch XSL durchjagen, wenn ich zum Beispiel eine Datenbank abfrage und da liste mir alle User mit A auf, als Anfrage reinschicke. Grundprinzip,
beliebig erweiterbar. An dieser Stelle setzen wir auch zum Beispiel auf, wenn wir statisch festgetackerte Mehrsprachigkeit haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel unter den Steuerdateien angeben, ob ich deutschsprachig, englischsprachig, was auch immer gerade bin. Gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Mit dem Debug-Client habe ich eben schon ein bisschen rumgeschwärmt. Im Prinzip ist das hier nur die Zusammenfassung. An dieser Stelle werden wir wieder interaktiv, bitte, bitte hinterher runterladen. Einmal installieren, dann den Arne fragen, lieber Arne, gib mir doch mal, ich habe hier ein Environment, gib mir doch mal den Standalone-Debug-Client, ich will den mal testen. Der ist gerade ganz frisch in der Entwicklung und da freuen wir uns über jeden Tester, den wir haben. So, bis hierhin der theoretische Teil. Das ist alles ein bisschen langweilig in der Theorie, deshalb machen wir das praktisch. Ich habe da mal was vorbereitet. So, das tun wir mal weg. Und zwar bin ich hingegangen und habe das einfach mal runtergeladen, was es denn so runterzuladen gibt. Ich hätte gern ein Terminal. Und dann... Desktop, Foscon. Genau. Es gibt drei Dateien, die man da so standardmäßig runterlädt. Das ist zum einen das Core-XPI. Das schreit natürlich danach, bitte installiere mich im Firefox. Das ist unser Debug-Client. Den hätten wir gern. Funktioniert natürlich auch ohne Debug-Client. Dann haben wir nur nicht die Ausgaben, aber wir können die im Zweifelsfall auch alle auf die Platte umleiten. Auch nicht tragisch. Dann haben wir das komplette System selbst. Und dann haben wir einmal die Möglichkeit, das Ganze für ein Webprojekt vorbereitet als Struktur zu sehen. Das heißt, da ist unsere ganze Laufzeitumgebung drin und davon können wir uns so viele bauen, wie wir HTDocs haben wollen. Das heißt, wir haben eine Installation im Zweifelsfall und können da jede Menge Webpräsenzen drauf fahren. F10. Ah, Schitte. Yes. So, jetzt machen wir das so. So, man nehme einmal den, da können wir das System reinpacken, und dann können wir da eine Runtime reinpacken. So, in dem Fall ist es der Build vom 7.5. Es gibt von vorgestern einen ganz aktuellen Build. Da war ich ein bisschen zu langsam. Da hatte ich den hier schon runtergeladen. Ja. Genau. So, wir haben hier im Prinzip eine leere Umgebung. Das kennen wir schon, das haben wir vorhin gesehen. Dann haben wir hier ein HTML-Umfeld, das ist unser Doc-Root. Da ist nicht so fürchterlich viel drin, das Einzige, was wir an dieser Stelle tun müssen, ist die Config anpassen, dann sind wir fertig. Wäre schon vom Vorteil. So, da steht auch erstaunlich wenig drin. Da haben wir gerade das Ganze nach Foscon geschoben. System. Sit. So. FCMS. Upp. Arne, kann ich dich gerade mal zum Eintragen hier nach vorne holen?
du schneller als ich. Da kann ich in der Zwischenzeit ein bisschen was erzählen. Gut. So. Einfach nur ein bisschen durchhüpfen, während ich erzähle und die Sachen passend eintragen. Okay. Wir setzen gerade ein Lab-Projekt auf. Okay. Space Foscon, das müsste das passen. Ist richtig? Ja. Ich kenne dein Setup nicht weiter, aber gut. Dann müsste es an und für sich passen. Ja. So. Dann packt man sich noch ein paar Rewrite-Rules in seine htaccess oder in seine vhost-config und ist glücklich. Viel mehr muss man an dieser Stelle nicht machen. Dann läuft das standalone, out of the box. Mhm. Gut. Ja, immer. Man kann beides damit machen. Was damit zum Beispiel läuft, ist eine Social Network Plattform. Entwicklungszeit war wie lange? 2 Monate ungefähr. Also eine ernsthafte Social Network Plattform. Für 2 Monate ist schon relativ anständig. Eine kleine Seite, wo man, ich sag mal, den statischen Content draufpackt, lädt man runter, tut das in seine Verzeichnisse, also packt das einmal aus und ist eine Stunde später fertig. Also vorausgesetzt, man hat schon mal irgendwann sein Layout fertig gemacht und muss das nur noch einpflegen. Wir machen dann wirklich alles Mögliche. Wir haben wirklich kleinere Projekte, wir haben alle möglichen Kampagnenseiten, wie sie schon gesagt hat, die damit laufen. Es gibt diverseste Intranet-Anwendungen, wo das quasi als Web-Service-Backend benutzt wird, wo also eigentlich nur JSON oder XML-Daten zurückfliegen, also gar kein HTML in dem Sinne, also von bis. Also wirklich für Web im Zweifelsfall einsetzbar, volle Bandbreite. Und es ist auch nicht so wie bei, ich sag mal, großen CMS-Projekten, dass man da jetzt irgendwie so ein Monster installiert, sondern es ist wirklich eine kleine übersichtliche Geschichte, die man sich installiert und skaliert. Ist sehr, sehr schwer tot zu kriegen. Also da muss man schon ernsthaft Traffic draufgeben und was weiß ich, megabyteweise Dateien hoch und runter jagen, damit sich da überhaupt irgendwas tut. Kannst du mal Service Start, HTTPD? Das müsste eine... Das ist eine Rootshell. Und einmal... Den Postband HTML Ordner gibt es nicht. Guck mal rein, bitte. Das ist die FPL, also die Free Point Public License, wobei das Free Point eben das F von dem FCNS ausmacht. Das ist ein Mailbeater, das ist auch die PHP License, das macht, was du willst, solange du es nicht so nennst, wie wir es genannt haben. Wenn du es irgendwo nutzen willst, schreib an, dass du es von uns hast. Also Open Source, es hat kein freies Repository, aber der Mann arbeitet dran. Im Zweifelsfall, man kann es halt runterladen und man kann jederzeit die Entwickler nerven, das geht gut. Habe ich mich da eben irgendwo im Pfad vertan? Das ist die Lizenz hier. Das ist eine Einzelhandelsnachricht, was unter der DLP-Leistung steht, nur auf uns angepasst und 2, 3 kleine Hinweise. Also da, wer das alles geschrieben hat. Das ist halt auch so die Entstehungsgeschichte. Und dann halt die typischen D&D-Keywords sollte man nicht verwenden und ansonsten mach, was du willst. Nehmen, arbeiten, glücklich sein. Ja, wenn ich mich jetzt nicht gerade im Pfad vertan hätte, hätten wir das schon laufen. Vielleicht mal gucken, was du überhaupt gemacht hast. Können Sie der Wahl vielleicht mal ein bisschen was über die API erzählen? Ja. Also man kann ganz viele Dinge tun.
Man kann zum einen sagen, ich mache jetzt nur Frontend. Da kann ich jeden vorsetzen, der Ahnung von XHTML hat. CSS wäre von Vorteil. Und cool wäre es, wenn der noch XSL kann, damit der entsprechend Listen schreiben kann. Mehr muss der Frontender nicht wissen. Der Frontender muss nicht wissen, mit welchen Variablen das irgendwie intern arbeitet. Der muss nicht wissen, was da überhaupt intern funktioniert. Der muss auch nicht wissen, ob irgendwas installiert ist. Im Zweifelsfall meldet sich ja das System. Man selber kann reingehen und kann sagen, ich möchte selber Module schreiben. Dafür gibt es eine entsprechende API. Hängt man entsprechend in den Pfad ein und wird glücklich. Das heißt, man hat ein Skeleton, an dem man sich langhangeln kann und wo man dann eigentlich nur noch seine eigene Programmierung reinfügt. Die Einbindung für ein neues Modul in die API nach vorne ist auch relativ einfach. Man vergibt da einen Namen für, unter dem das Modul angesprochen werden soll. Man definiert im Modul, welche Parameter es geben soll. Und den Rest erledigt das gesamte Framework. Das heißt, der Frontender schreibt eigentlich nur XML, XHTML als Dialekt oder eben XSL und alles wird gut. Mehr muss der echt nicht wissen. Im Zweifelsfall hat man noch hinten jemanden sitzen, der sich um die Datenbank kümmert und Datenbankstatements entwirft, um das möglichst performant hinzukriegen. Das ist ein Beispielmodul, was im System auch mit dabei liegt. Ich will es halt auch nicht übernehmen, aber im Endeffekt, einzige Notwendigkeit ist, dass es generweise halt unsere Basistasse per Module Core extendet und ein DOM-Objekt zurückliefert. Was dazwischen tut, ist freie Entscheidung. Und wenn das in die HTML-Seite eingebaut werden soll, sollte es sinnigerweise auch XML, XHTML-Content zurückliefern. Das ist. Das ist nicht wirklich viel. Was man dazwischen macht, ist echt jedem selbst überlassen. Man kann im Zweifelsfall auch sagen, man arbeitet mit Binärdaten, also man erzeugt zum Beispiel Bilder. Da haben wir vorhin gesehen, wir hatten im Pfad so ein Binary drin. Auch da gibt es eine Unterscheidung in der API. Binärdaten müssen natürlich kein zurückliefernes XML haben, sondern die liefern binär zurück. Auch da gibt es entsprechend die Schnittstelle für. Sieht aber im Prinzip genauso aus. Das heißt, man. Ja, das ist eine Framework-Funktion, die alle Sachen vereinfachen, aber die jetzt alles zeigen, wäre, glaube ich, ein bisschen Overkill. Dann machen wir hier einen Workshop. Genau. Ihr wollt doch alle nicht auf Social Event, oder? Das, was die Verarbeitung von Daten von außen angeht. Ja, also es ist als Frontender zum Beispiel sehr schwer, fehlerhaft, also durch Nicht-Nachdenken, es hinzukriegen, dass man kaputte Daten in irgendeiner Form verarbeitet, weil man gar nicht auf den echten Input zugreifen kann. Man kann als Frontender nur, und zwar ausschließlich, es sei denn, man stellt sich bewusst auf die Hinterbeine und ackert dran, auf abgesicherte Eingabedaten zurückgreifen. Eingabedaten meint Server-Environment, meint Post, Get und, Cookies. Was man hier dann validiert, also korrekte Slashes oder ist man schon kontextabhängig. Verwendet, wenn es in der Datenbank benutzt wird, wird man entsprechende Datenbankrichtlinien entsprechend verarbeitet. Wenn es in irgendeinem Skripten drin ist, wie JavaScript oder so, wird nach JavaScript-Richtlinien entsprechend verarbeitet. Wenn es ein XML ist, hat man XML, gibt noch ein paar weitere, wenn es eine URL ist, wird entsprechend verarbeitet und so weiter. Das, wenn man selber die API-Sachen programmieren würde, kann man das genau mit angeben, genau, das macht unsere Module. Wenn man es als Frontend-Mensch benutzt, also nicht PHP schreiben will, was eines der Grundideen des Systems gewesen ist, zu sagen, okay, ich möchte komplett auseinanderziehen, alle möglichen Teile auseinanderdröseln und möchte, als wenn ich eine Seite zusammenbaue, mit PHP eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist PHP, ist es zwar nett, aber das ist eigentlich völlig egal. Dann habe ich einfach nur, dass ich die entsprechenden Variablen verwende und das System selbstständig weiß, aufgrund dessen, was die entsprechenden Module machen oder was die anderen Kontexte vorgeben, okay, das muss nach Regel XY validiert werden.
Also als Frontender muss man nicht mehr nachdenken, sondern man kann sich darauf konzentrieren, wirklich sein Layout zu erstellen, die Logik des Frontends zu implementieren. Also das, was ein Frontender tun soll. Genau, also man kann zum Beispiel als Programmierer sagen, geh mir weg mit dem Frontend, da kralle ich mir jemanden, der daran Spaß hat, und man selber konzentriert sich auf die Programmierung, oder umgekehrt, man sucht sich einen Programmierer, falls man irgendwas haben will, was noch nicht da ist, und konzentriert sich darauf, seine Oberfläche zu bauen. Ja? Und jetzt mal von der Gesamtarchitektur, nehme ich mal an, dass irgendwie sowas wie Model-View-Controller haben und dass man so klassisch durchziehen kann. Also der Witz ist halt, dass wir die Seite selber als DOM betrachten, komplett, auch intern als DOM verarbeiten und die ganzen Module, alles was arbeiten, immer nur mit den DOM-Veränderungen durchführen. Und aber gibt es sowas wie eine, also wie eine Entität, die mal einen Modellcharakter hat, dass ich zum Beispiel eine Vielzahl von verkaufbaren Artikeln anlege oder sowas? Und gibt es da sowas wie ein Object Relation Mapping zu einer relationalen Datenbank? Das sind alles ja schon wieder Sachen, die aus dem reinen Webbereich raus sind und eine ganze Ecke weiter in die Tiefe gehen, wenn ich Sachen programmiere. Wir haben eine ganze Menge an Modulen, die jetzt eigentlich nicht alle public sind, die durchaus eine ganze Menge Sachen mappen, auch sicherlich viele Funktionalitäten umsetzen, die man auch in anderen Frameworks, da hinten geht schon der Hand hoch. Willst du gar nichts von uns? Nee, alles ist gut. Alles ist gut. Könnt ihr ein bisschen was Konkretes zeigen? Das ist ja. Ich habe zwei. Genau. Ich habe zwei unter Downloads in meinem Home Desktop. Achso. Wo ist der Root? Ja, SemiX. Desktop. Froscon Downloads. Ich habe vorhin von der Froscon zwei Seiten runtergeladen. Eine deutsche und eine englische Version des Dingens. Meine Idee war, wir schnappen uns die und werfen die mal in die Praxis. Genau das. Gut, dann sitze ich wieder alleine. Dann kann ich ein bisschen erzählen und du kannst tippen. Das ist gut. Wir kommen dazu dann noch einen Talk, wo man ja keinen Talk hat. Was ich tun soll. Wir haben. Nee, haben wir nicht. Wo ist es hin? Ah, da sind die PNGs. Okay. Kannst du noch mal einen höher gehen? Genau. Wir haben zwei Dateien, wie wir sie kennen, wenn wir sie runterladen. Und wir haben das sonstige Geraffel, was damit auf den Seiten waren, also das Grafikzeug. Man nehme zum Beispiel die index.de HTML. Das irgendwie aufmachen? Oder? F4. Das kann wieder keiner sehen, weil die Farben so sind. Du hast bestimmt einen G-Editor drauf, oder? Habe ich bestimmt. Habe. Dann sieht das erstmal aus wie eine stinknormale HTML-Seite. Das war auch eine. Das ist sozusagen das, wo wir hinwollen. Das hat auch fein oben den XHTML-Header schon drin, müssen wir uns also nicht mehr so wirklich viel Gedanken machen. Man kann jetzt nehmen und in kleine Schnipsel zerteilen, wie man das eben so machen würde, wenn man sein Layout schon fertig hat. Das Ganze hat oben den Header-Bereich und geht relativ weit runter. Kannst du mal bis Richtung Content? Genau. Das heißt, das ist hier alles noch Navigation. Immer noch Navigation. Immer noch Navigation. Genau. Und hier geht es los mit Content. Und clevererweise steht das alles schon dran. Das heißt, wir können uns richtig gut freuen. Als Frontender wollen wir nämlich sowas wissen. Content. Das heißt für uns, da wir keine Ahnung haben, was da intern in diesem System abläuft, wollen wir an dieser Stelle unseren Content einhängen. Das heißt, bis zu diesem Punkt ist alles Header-Bereich und dann haben wir nachher noch so ein bisschen Footer, wenn dieses Div dazu ist. Das heißt, wir splitten diesen Header weg, wie wir das kennen aus dem Standard-Templating, und machen da einen Part draus. Eine Part. Frontender? Oder? Frontender. Der keine Ahnung von Programmierung hat. Das ist reines HTML. Das ist nur plaines, stumpfes HTML gerade. Wir programmieren gerade kein Stück. Wir gucken gerade nur auf das HTML. Also so ein Frontender macht den normalen Entwurf von einer Seite mit einem Layout und so weiter. Und dann schnappt er sich das und bricht das in Stücke. Und genau das tun wir an dieser Stelle. Kannst du mal den ganzen Header-Bereich bis Content markieren und in eine Header-XHTML-File reinspeichern? Da in
in Downloads? Oder? Ja, erstmal in Downloads. Okay. Beziehungsweise machst du einen Unterordner? Was ist das für ein? Ich schreib nochmal auf rauskommen, das ist okay. Header XHTML. Das Ganze? Das Ganze machen wir auch mit dem reinen Content und das Ganze machen wir nochmal mit dem Footer. Während Anne das gerade abspeichert, überlegen wir uns, warum wir das tun. Ganz klar, die vereinfachte Version, wir zerschneiden ein Template oder wir zerschneiden ein HTML-Layout in Template-fähige Stücke. Das kann man jetzt natürlich noch weiter treiben, indem man einzelne Bereiche der Seite weiter markiert. Aber zu Demo-Zwecken soll uns das hier reichen. Haben wir? Ich habe einen Basic-File, ich habe den Header. Gut. Das macht gerade nichts. Ja. Also wir haben es jetzt auch explizit XHTML hinten benannt. Was wir damit machen, kannst du mal in den MC hüpfen? Ja. Was wir damit machen, ist zu sagen, okay, wir haben jetzt die Seite in einzelne Teile zerschnitten, Teile English Parts. Und diese nehmen wir jetzt folglich und werfen sie in den Parts-Ordner. Sinnvoll. Das kriegt auch noch ein Frontender hin. So, was machst du jetzt? Ich möchte, dass wir diese XHTML-Files in den Parts-Ordner werfen. Home Webspace irgendwas. Slash Webspace irgendwas. Genau, wir haben da Parts, wir haben DE und werfen das da mal rein. Den Header. Den Header. Okay. Da können wir genauso. Was hast du in Basic reingepackt? Den Rest. Den schäbigen Rest. Na gut, nehmen wir den schäbigen Rest und packen den da auch rein. Da rein. Das komplette restliche Ding, was übergeblieben ist, habe ich gerade gelassen. Mhm. Nee, der Rest ist ja Content. Was du machen möchtest. Was hast du jetzt wo reingepackt? Ich habe einfach das, was übrig geblieben ist, nachdem ich es rausgeschnitten habe, in Basic gespeichert, damit die Fassung irgendwo ist. Ah, okay. Ich hab dich vorhin missverstanden bei dem, was du rausgeschnitten hattest. Okay. So. Jetzt überlegen wir uns, wenn das da... Und da ist die Bezeichnung natürlich doof. Entschuldigung. Das schmeißt da mal Content. Content. So rum. Ah, okay. Wir haben den Content gerade selektiert. Entschuldigung, ich habe Arne da gerade missverstanden mit dem, was er gemacht hat. Okay. Wir sind gerade im Content. Genau. Du siehst, was ich halt gerade gemacht habe. Ich bin verwirrt. Ja. Das ist doch nicht das, was ich gerade gesehen habe. Doch. Was hast du denn da jetzt rübergespeichert? Ich habe aus dem einen Dokument den Content rausgeschnitten, den Header rausgeschnitten. Ja. Und das, was übergeblieben ist, wenn ich den Header rausgeschnitten habe, ist jetzt das Content-XHTML. Ich bin gerade verwirrt. Ich habe deinen index.de-File genommen, den Header rausgeschnitten und in die Datei header.xhtml gepackt. Und das, was dann in dem ehemaligen index.de-html-File geblieben ist, als content.xhtml gespeichert. Das brauchst du im Endeffekt nicht zwangsläufig. Ich weiß nicht, was du brauchst. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Irgendwo bin ich da gerade ausgestiegen. Stell den Terminal die Hotkeys aus, dann geht's schneller.
Warte mal, ich bin total mit. Okay, so. Warte mal. Schreib mir doch das Ergebnis vor. Ich will das Ding einfach einmal laufend sehen. Lass da reinquatschen. Ja. Okay. Okay. Dann ist die Wetter doch Schrott. Wie heißt denn das Ding überhaupt? Das heißt einfach nur Localhost. Ah, gut, okay. Das hat noch kein XHTML. Okay. Ja. Okay. Also, was wir gerade gemacht haben, ich habe mich mit Arne viel kommuniziert und wir haben sozusagen einmal quer geredet. Was wir gerade gemacht haben, ist, dass wir einmal unsere Vorlage zerlegt haben und was wir gerade gesehen haben im Browser, ist ein FCMS, das noch nichts drin hat. So wie es aus der Box fällt, wenn man noch gar nichts gemacht hat, mit einem völlig leeren System um die Ecke kommt. Dann jammert es rum, dass es noch keine Startdatei hat. Ist ja klar, wir haben keine angelegt. Woher soll es denn eine haben? Und dann jammert es uns natürlich ein Backtrace um die Ohren, damit wir eine Idee haben können, wo es herkommt. Das ist sozusagen der Debug, bevor das Ding wirklich überhaupt läuft. Ja. Normal käme da ansonsten eine weiße Seite. Das heißt, null Fehlerinformationen. Mit dem Backtrace drauf sieht man das, logischerweise. Möchte man auch das erste Mal haben, wenn man da startet. Ganz klar. Das heißt aber auch, das komplette System dahinter läuft schon. Ist da, fällt aus der Tüte. Das Einzige, was wir jetzt halt gerade einmal viel kommuniziert hatten, war, wie wir das Ganze jetzt aufsplitten und wie wir das verarbeiten. So, wenn wir unsere Seitenvorlage aufsplitten, haben wir einmal den Content und einmal das grundsätzliche Layout und können sagen, wir haben einmal das Design und wir haben das, was wir wirklich an den Benutzer rausgeben wollen. Das Design schreiben wir einmal. Das schreiben wir vielleicht zweimal, wenn wir unterschiedliche Sektionen haben wollen, die wir nicht mit reinem CSS abdecken können. Also wenn wir zum Beispiel ein völlig anderes Innenleben einer Applikation anzeigen wollen, nach einem Login. Zweites Design. Unabhängig vom eigentlichen Content. Der eigentliche Content steckt in den Parts. Und das Design-File stecken wir natürlich, also den Rest, was nicht Content ist, stecken wir unter Design. Genau. Das ist recht. So, dann haben wir im Prinzip zwei Teile. Also haben unsere vorhergehende Seite in zwei Teile unterteilt. Nun haben wir aber eben gesehen, wenn wir das FCMS einmal anstarten, dann jammert es rum, weil es eine Index.xml haben will. Das heißt, wir müssen an dieses Zeug, was wir da außerhalb des Docroots abgelegt haben, irgendwie rankommen. Wäre von Vorteil. Dafür haben wir Steuerdateien. Diese Steuerdateien sind reines XML und sind völlig langweilig. Wir schreiben da nämlich nur rein, was im Zweifelsfall als Part nachgeladen wird, als Content. Genau, da ist der Arne auch gerade. Okay, wenn wir da oben mal in die Kopfzeile reingucken von dem Fenster, dann sehen wir ganz hinten Runtime FCMS, dann kommt slash site, dann kommt slash.de und dann steht da index.xml. Das heißt, in der deutschen Sprache wollen wir irgendwas tun. Unter site stehen unsere Steuerdateien. Das heißt, irgendwas muss dieses Ding jetzt hier tun. Dieses ist unsere Steuerdatei, die unser FCMS gerne haben möchte, wenn es startet.
Genau. Wenn wir das einfach nur so anlegen und da noch nichts reinschreiben, dann jammert das Ding rum, dass es jetzt gerne wissen würde, mit welchem Layout es starten soll. Wäre von Vorteil. Das Layout findet es, weil wir wissen, wir haben was ins Design geschrieben. Wir haben uns da vorhin das Zeug auseinandergebaut, haben gesagt, hier bitte Design. Juhu, das heißt, da war was nicht valide. Sehr schön. Online? Software. Ja. So. Genau, sie sind nämlich nicht valides XHTML. Wie man sieht, ist dieses System aber hinterher, dass wir bitteschön anständiges XHTML haben wollen. Das haut also unseren Frontender jetzt so lange, bis der anständiges XHTML fabriziert. Und sagt Dankeschön. Glücklicherweise hat man bei XML ja eine Anzeige, wo es kaputt geht und kann infolgedessen ein bisschen was dagegen tun, dass es kaputt ist. Das macht der Arne gerade. So, das heißt, wir haben gleich ein fertiges Design-File, das nicht auf die Nase fällt. Und hoffentlich. Schauen wir mal. Ja. Okay, der Browser ist doof. Das, was wir im Moment als Backtrace sehen, so in schön rot, kann man A ausschalten, das ist das eine. Und das kann man dann B auch über den Debug-Client sehen. Das gucken wir uns an, sobald das an dieser Stelle vernünftig läuft. So, ja klar, sind noch die ersten, wo ich dabei bin. Das ist ja das, was wir letzten Endes haben wollen. Nämlich keine Fehlerausgaben, obwohl wir sie selber sehen wollen. Eine Frage. Ja. Ja, machen wir sofort. Also wir werden bestimmt gleich auch nochmal ein paar Fehler finden, einfach dadurch, dass wir ja noch den Content haben und ich beim Speichern bestimmt irgendwo wieder fehlende Dinge habe. Genau. Also, wenn man die Dinge dann nicht fehlkommuniziert und wenn man sie vernünftig abgespeichert hat, dann sind sie auch da. Das da ist theoretisch unser Design. Also, das ist noch nicht so sonderlich umwerfend, aber da sind wir hergekommen. Nun brauchen wir aber noch den Content irgendwoher. Genau. Wir hüpfen also. Gut. Da ist er drin. Den wollen wir jetzt einbinden. Du möchtest das gerne haben. Ich möchte das gerne. Ja, wäre von Vorteil. Genau. Wir haben XML. XML heißt für uns, wir als Frontender bestimmen, welchen Teil vom Content wir wohin tun. Das heißt, unser Backender weiß gar nichts von dem, was wir da tun, sondern der Backender stellt nur Funktionalität bereit. Mit anderen Worten, der kümmert sich darum, dass das hier prozessiert wird. Wir als Frontender wissen aber, dass wir zum Beispiel an dieser Stelle irgendwas einhängen wollen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einmal festlegen, bitteschön, wir wollen das auch haben. Und zwar machen wir das in unserer Steuerdatei. Die kennen wir schon, da haben wir vorhin das Design reingeschrieben. Jetzt sagen wir, wir wollen einen Part laden, also so ein Schnipsel. Sagen, wo er hin soll, nämlich in welche ID und welchen Part wir laden wollen. Das war's. Fertig. Genau.
Anne, kannst du mal den Lieber-Client da reinhängen? Nee, kann man doch theoretisch direkt drauf ziehen, gell? Ja. Genau. Den Lieber-Client installieren wir. Wie ein typisches Plugin. Wir nehmen das Core XPI, öffnen das, sagen, bitte installiere dich. Macht nichts. Du hast eine zu alte Firefox-Version. Nein, habe ich nicht. Mach mal den Firefox zu. Und starte den mal von der Konsole in FF irgendwas. Hier im Home. Wo hast du noch mal eine Shell? Accessories? Da. Jetzt? CD. Deines Dingen rein, Firefox. Und dann kannst du ihn. Genau. Und der kann das. Der Firefox kann das? Jawohl, er ist da. Nein, weg. Auch recht. Alles ist gut. Wir haben noch nichts, wir wollen das Wire-File, Open-File, regulär installieren. Froscon und das Core XPI. Ja. Sehr schön. Dann kriegen wir hier unter Tools einen neuen Menüeintrag, hip hip hurra, und finden darin einen Lieber-Client. Dem sagen wir zum Beispiel, wir wollen ihn per se sehen, wenn wir den aufmachen. Kannst du den mal auf Enable Autostart setzen? Und Details vielleicht, ja. Ja, okay. Wir sagen ihm, von wo er bitte seine Daten kriegen soll. In dem Fall Localhost. Und wir können loslegen. Wir können das im Zweifelsfall auch durch ein NAT durchtunneln. Dann möchten wir bitte einen entsprechenden Port aufmachen, weil der Client muss ja mit dem Server reden. Logischerweise, muss ja an die Dinge rankommen. Okay, Standard-Message, wenn wir da reinkommen, es läuft. Nochmal, Localhost, genau. Et voilà, jetzt sehen wir die Dinge auch. Das heißt, der erzählt uns eine Menge Zeugs, was er da so treibt. Und dann sagt er, habe ich nicht. Und wuselt los. So. Jetzt haben wir hier den nächsten Fehlerfall. Haben wir schon gesehen, wir haben hier eine Historie von der vorigen Seite. Das heißt mit anderen Worten, man kann sich auch durchhangeln und schauen, okay, wir sind da hängen geblieben vorher, jetzt hängen wir hier. Und freundlicherweise sagt er uns auch wirklich alles, was er so treibt und sagt uns auch, wo es schief geht. Freundlicherweise. An dieser Stelle Ending Take Mismatch. Ja. Okay. Haben wir nur einen Tippfehler und sind glücklich. Schwupp. Klar, das PNG kann er noch nicht haben, wir haben es noch nirgendwo hingelegt. Oder sagt er, er kann noch nicht. Aber wir sehen irgendwie schon deutlich schicker aus. Schicker ist relativ. Ne? Im Vergleich zu vorher. Das heißt, wenn wir jetzt noch die Sachen in den HTML-Ordner legen, die wir als PNG zum Beispiel haben, dann sind wir relativ komplett mit unserer Seite. Viel mehr hat die ja nicht. Ja. Der guckt nur, was er hat. Also der Lieber-Client selber kriegt nur die Message vom System selbst und da gibt es eben
im Gesamtprocessing die Rückmeldung, hör mal, ist nicht da. Der guckt natürlich, was er da so hat, ganz klar. Und das ist ja auch das, was wir sehen wollen. Das heißt, wir wollen im Prinzip im Zweifelsfall am Debug-Client stehen und sagen, okay, gib mir, was alles nicht da ist. Das möchte ich als Frontende. Dann will ich nämlich wissen, warum zum Beispiel mein Layout zerschossen ist. Und dann sagt er mir, hör mal, du prozessierst AB nicht oder du hast das PNG nicht dabei oder was auch immer. Das kann man ein bisschen einschränken. Das heißt, je nach Bedarf können wir das mehr oder minder ausgabefreudig machen. Im Moment ist es besonders ausgabefreudig, damit man ein bisschen was sieht. Und man gräbt sich da im Prinzip durch. Im Prinzip debuggt er uns im Moment die gesamte Seite und sagt uns, wo irgendwo in dieser Seite Fehler sind. Das ist ziemlich professionell und glücklich. Was wir zwischendurch sehen, kannst du einmal... Nein, es gibt zwei weitere Pubs, genau. Die hier jetzt dadurch gedrückt sind, die übrigens auch am Firefox 2, aber das ist ein anderes Thema, ein Linux-Problem. Das Ding ist nämlich nicht in der Lage, die gepressten Buttons darzustellen. Was wir hier haben, ist einmal das, was wir seitenintern verarbeiten, das, was wir zum Beispiel per GET oder per Post oder per Cookie oder per Server an Daten reinkriegen. Das heißt, wir sehen zu jeder Zeit bei jedem Seitenaufruf, was wäre das ein Environment gewesen, womit hat unsere Applikation gerade gearbeitet. Feine Sache, möchten wir wissen, ja. Geht auch. Gibt zwei Wege. Also zum einen, wir können direkt von zum Beispiel so einer Steuerdatei sagen, bitte mach uns einen Call auf unsere Datenbank auf und suche uns Daten zusammen. Steuerdatei meint jetzt gerade unsere Index.xml. Also da, wo wir reingeschrieben haben, unser Design-File liegt da und da und unser Schnipsel an Content liegt da und da. Dann wollen wir natürlich nicht explizit sagen, unser Schnipsel an Content liegt da und da, sondern mach mir mal einen Datenbank-Connect auf und hol mir die Daten von der Datenbank. Da, ja, ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, es gibt ein CMS-Modul, das auch auf XUL-Basis aufsetzt. Das heißt, man hat im Prinzip einen Client, der sich hier mit in das Menü mit reinhängt, den man dann aufrufen kann und wo man dann direkt in einem zum Beispiel Editor sagen kann, VisiWig, bitte schreib mir meinen Text. Das wirft das Ding hinten in die Datenbank und man jagt es vorne via XSL raus in irgendeiner Form formatiert, wie man es gerne hätte. Es gibt auch diverse andere Module, die in irgendeiner Form mit der Datenbank kommunizieren. Das interne Format ist immer XML. Das heißt, ich habe in irgendeiner Form Datenstrukturen, die durch die Datenbank gefüllt werden, Anführungszeichen, die dann durch XSL oder mit anderen Verarbeitungswege dargestellt werden können. Und ich muss nicht tatsächlich direkt SQL machen. Wir selber benutzen intern bei uns extrem viel SQL, weil wir genau diese Kontrollteile dann selber schreiben, auch als Programmierer. Wir sind nicht von jemandem Frontender jetzt nicht zumuten wollen würde, keine Frage. Es gibt eine ganze Menge an Modulen, von denen jetzt nicht alle im System drin sind, weil ich habe sehr spezifische, die halt irgendwelche Datenabfragen machen oder Daten direkt mappen und dann das XML wieder ausgeben. Also man kann das wirklich auf verschiedenste Ebenen machen. Man kann auch sagen, ich schreibe mir selber ein Modul und das Modul handelt meine Datenbankzugriffe. Das geht auch. Also je nachdem, wo man es wirklich jetzt hinhaben will. Wenn der Frontender zum Beispiel nichts von dem ganzen Datenbankkram sehen soll, schiebt man das in ein Modul rein und sagt, lieber Frontender, wenn du die Funktionalität haben willst, ruf das Modul auf. Und wenn das nichts anderes macht als den Datenbank-Call und eben die entsprechende Zusammenführung. Auf der anderen Seite... Das einzubinden ist kein Problem. Wir hatten vorhin gesehen, im Endeffekt muss ein Modul Installation als DOM-Objekt zurückgeben. Das heißt, da eine Klasse zu schreiben, die halt auch, wir haben auch bei uns einige Sachen, die auf die Verbundes aufsetzen, weil wir die noch einfach ganz praktisch finden. Einfach entsprechend hochschreiben, der halt irgendwas tut und am Ende halt eine DOM-Struktur zurückliefert. Also
wenn ich eine Vorbeanwendung habe, das konfiguriert habe, kein Problem, einbinden ist das kleinste Problem. Ja. Was wir halt haben in unserem Standard-Code, was wir in der Module-Core-Kategorie ist, ist halt ein entwirktes Template-Handy. Das heißt, ich habe alle Nodes, die ich brauche, um Template-Steuerung zu machen, in dem Fall die XSL-Templates, sind fertig da. Das heißt, ich muss nichts tun, als zu sagen, hier sind die DOM-Daten, da ist das Template, macht fertig und eine Partei drauf, was ich als Ergebnis einbinden will. Wo es Daten herkriegt, ist egal. Eine Sache, die ich gerade noch zeigen möchte, ist, wenn wir jetzt so einen Steuerfall haben und in irgendeiner Form mit Eingabedaten arbeiten wollen, zum Beispiel mit Get-Parametern und die in irgendeiner Form auf der Seite darstellen wollen oder zum Beispiel an eine Datenbank übergeben, dann müssen wir das irgendwie tun. Das ist relativ einfach. Wie lange haben wir? Eigentlich sind wir machen das gerade noch und dann sind wir fertig. Mach mal. Ich möchte einfach mal einen Get auf die Seite mit ausgeben. Ja, kann ich halt in die Seite mit reinhängen, ne? Ja. Wir suchen uns also einen beliebigen Punkt auf unserer Seite. Ich mach das mal ganz nach oben, dann kann man sie nicht verstehen. Ja. Wir können das entweder so reinschreiben. Oder wir können es über das Steuerfile abbilden. Also je nachdem, wo wir darauf aufsetzen wollen, wenn wir hinten in die Datenbank gehen wollen. Aber im Prinzip sind wir immer an derselben Notation, nämlich, kann man das lesen, wahrscheinlich nicht, Prozentzeichen, Get, Post, Cookie, Server, was auch immer, Klammer auf, Variablenname, Klammer zu, Prozentzeichen, ready. Das ist alles, was der Frontender sieht. Um das gesamte Escaping kümmert sich das System. Also wie gesagt, als Frontender ist es nicht ganz so einfach, da fiese Dinge mit zu tun. Soll der arme Frontender ja auch nicht wissen. Der muss nicht wissen, hör mal, wie escape ich das denn datenbanktechnisch? Und der muss nicht wissen, bin ich jetzt in dem Kontext oder bin ich in dem Kontext? Das ist ein armer Frontender. Der soll sich darum kümmern, dass mein Layout schick aussieht und dass mein Content dahin kommt, wo ich ihn haben will. Das soll er tun. Ich als Programmierer kann mich dann aufstellen und sagen, hör mal, ich schreibe dir jetzt aber noch die und die Funktionalität und die kannst du ansprechen. So, was wir jetzt da oben sehen, ist wildes Zeug. Und Arne macht jetzt gerade einen fiesen Hack und falls einer von euch fit ist und security-relevante Möglichkeiten aufzeigen möchte, was man denn da so potenziell reinschreiben könnte, bitte jetzt. Wir nehmen alles. Ich habe auch keinen Ext-Filter oder so installiert, es ist einfach nur plain. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie man das jetzt hacken könnte, das wird einfach stumpf ausgegeben. Tobias. Genau. Also, ihr könnt da oben wirklich reinschreiben, was ihr wollt. Ihr könnt das auch gerne runterladen, ausprobieren, fiese Dinge da reinschreiben. Ihr werdet es nicht platt kriegen. Falls ihr es doch platt kriegt, bitte, bitte reporten. Es wäre uns, es wäre uns ein echtes Anliegen. Aber wir wissen bislang nicht, wie man das ohne weiteres aufkriegt an dieser Stelle. Weil sich das System da wirklich sehr effizient drum kümmert, dass das bitte reportet wird. Ja. Nein. Ja. Im Document Root liegt. Kannst du noch mal kurz reingehen? Ja. Liegt unsere Config. Da liegt eine Datei namens fsite.php. Da liegt noch eine Datei Soap. Also wenn man gerne eine Soap-Anbindung haben möchte, bitte, das ist vorbereitet. Binary kümmert sich, was ich vorhin sagte, zum Beispiel um die Auslieferung von Binär-Content, wenn denn da explizit was ist. Und DNX.php. Das heißt, DNX.php wird im Zweifelsfall angesprochen. Die sucht sich aus, was passiert. Die ruft dann die F-Site auf und das Ding fragt dann hinten irgendwo auf dem Server, wo auch immer das rumliegt, hör mal, hast du da eine Index.xml und wie muss ich das jetzt aufbauen? Das heißt, man selber kommt von außen exakt an nichts ran.
Weil mehr als das hier, also man kann jetzt noch CSS da rein tun und Grafiken und man kann da JavaScript rein tun, also das, was wirklich so ein Browser direkt ansprechen muss. Alles andere ist für einen Browser nicht erreichbar, zu keinem Zeitpunkt. Das heißt, ich kann auch irgendwo auf meine Platte Daten legen, die ich geschützt haben will und wirklich nur dann ausliefern, wenn sie angefragt sind und korrekt angefragt sind. Das gesamte System, siehst du, habe ich auch nicht gesagt, hat eine komplette ACL-Verwaltung, das heißt, man kann Rechte runterskalieren, hoch und runter, wie man lustig ist. Session Management versteht sich von selbst. Müssen wir nicht drüber nachdenken. Klar hat es natürlich. Deutsche Dokumentation? Englische Dokumentation. Aber kannst du mal auf meine Folie springen? Der Entwickler spricht nur Englisch, ja? Der spricht auch Deutsch. Der spricht warum sogar. Keine deutschsprachige Dokumentation? Weil es noch keiner geschrieben hat bislang. Wir müssen alles auf Englisch dokumentieren, weil wir nicht garantieren können, dass wir nur mit Deutschen nicht zu tun haben. Und es dann umständlicher wäre, den Leuten das auf Deutsch geschriebene auf Englisch zu übersetzen. Und die Masse der Entwickler, weil es mir tut, Englisch versteht. Aber nicht die Masse der Entwickler Deutsch versteht. Aber. Warum lässt sich das nicht parallel schreiben? Aber, Moment, aber, gib mir mal meine Folien bitte. Ja, wo sind die denn? Direkt auf dem Desktop. Was weiß ich denn, was du da gemacht hast? Ah, da laufen sie noch. Da, genau. Und das nehmen wir jetzt. Aber, genau, und dann sind wir nämlich bei diesen Fragen. Ich habe da eine Folie. Habe ich sie an meinem Platz zurück? Ja. Wir suchen, immer, jederzeit Test-User für neue Module, immer. Runterladen, ausprobieren, fiese Dinge damit tun, gucken, ob ihr sie platt kriegt, was die für Fehler schmeißen. Bitte, bitte, jederzeit gern. Und wir brauchen ganz viel Doku. Das ist das, womit wir am meisten kämpfen, weil, wie immer, die Programmierer haben zwar Ahnung vom Fach, aber haben meistens wenig Zeit, um Doku zu schreiben. Insofern, wenn da deutsche Doku geschrieben wird, her damit. Jederzeit und gern. Im Zweifelsfall heißt Doku schreiben einfach auch nur, ihr ladet euch das runter, ihr installiert die ganzen Sachen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die einfach auf. Sagt, hey, ich stehe hier an Punkt XY, ich habe das und das gemacht, warum komme ich nicht weiter? Ich habe das und das, was ich vor Augen habe. Also ich habe hier zum Beispiel so komische rote Ausgaben, was ist das Problem? Dann freuen wir uns als Entwickler und können sagen, hey, das ist ein Knackpunkt, den haben wir nicht anständig dokumentiert, dazu können wir was schreiben. Und dann wird die Dokumentation schlagartig besser. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal ernsthaft die Doku selbst schreiben. Aber wenn ihr uns sagt, wo ihr Probleme habt, dann sind wir schlauer und können euch helfen. Das heißt... Ja, ja. Das heißt, tut es einfach. Bitte, bitte, bitte. Ihr kriegt ein wirklich schniekes kleines Framework. Klein meint in diesem Fall von der Anzahl der Kilobyte, die ihr runterladet und die in Betrieb sind. Das heißt, ihr habt keine viele, viele Megabyte großen Framework-Daten, sondern ihr habt ein kleines, kompaktes System, das ihr relativ schnell einsetzen könnt. Das heißt, statische Seiten ist nicht der große Akt. Wenn ihr dynamischer werden wollt, ist es ein bisschen mehr Aufwand, weil ihr halt zum Beispiel mit eurer Datenbank reden müsst oder eben definieren müsst, wie euer CMS-Client aussehen soll. Et voilà. Dann läuft das Ganze. Noch irgendwelche Fragen? Jetzt? Ja? Wie sieht das in der Rechteverwaltung aus? Muss man die selber aufsetzen? Es gibt schon fertige Rechteverwaltung, was ich eben sagte. ACL ist bereits da. Man muss nur noch definieren, welche Rechte man wo, wie, wer von Vorteil. Das kann das arme System echt nicht wissen. Ja? Das ist leider Job des Frontenders. Der muss schon so ein bisschen sich Gedanken darüber machen. Also, ich halte das zwischen Frontend und Outro zum Beispiel, weil ich habe Projekte, wo wir viele Autoren haben, die im Grunde gar nichts mit dem machen, mit nur den Content liefern und eingeben. Das wäre zum Beispiel ein typischer Job, den man über das CMS-Modul selbst abbilden kann. Also, wo man dann eben explizit sagt: Hör mal, da ist deine Eingabemaske, schreib deinen Content und der Frontender kümmert sich darum, wie das angezeigt wird. Also im Kopf auch die klare Trennung machen zwischen dem Frontender, der die Gestaltung macht, und dem Autor, der da Content reinproduziert. Was wir jetzt hier gemacht haben, war ja statisch. Das heißt, dann hat man natürlich eine Vermischung zwischen Autoren und Frontendern. Normalerweise trennt man das freundlich und setzt
eine Oberfläche dafür auf. Das System bringt zum Beispiel einen sauberen, sicherheitsgeprüften Wrapper für TinyMCE mit. Sagt jedem was, hoffe ich. Das heißt, WYSIWYG aufsetzen, anderthalb Zeilen XML schreiben, schon ist das Ding da und kann arbeiten. Da müsstet ihr euch noch ausdenken, wie eure Datenbank dahinter aussehen soll, wo der Content reinkommt, wäre von Vorteil. Das kann das arme System auch nicht auf dem Stand wissen. Das heißt, auch für eure Autoren ist es nicht einfach, da irgendwelche sicherheitskritischen Dinge reinzuballern. Die haben wenig Chancen. Ihr könnt euch auch, wenn ihr gerne wollt, selber einen Frontend dafür bauen, wo dann eben Eingabemasken existieren, hindert euch auch keiner. Also es gibt drei Möglichkeiten, seinen Content zu erfassen. Wahlweise, je nachdem, was ihr wollt. Noch Fragen? Jetzt, hier, sofort. Nicht. Dann könnt ihr die per E-Mail schicken oder ihr könnt uns im IRC aufsuchen, Internet Relay Chat, geht ihr ins Freenode, hüpft in den Channel FCMS und löchert mit Fragen. Wir sind dankbar für jede Installation, wir sind dankbar für jedes Feedback und wir reißen niemandem den Kopf ab. Im Gegenteil. Dankeschön.